Hi Leute, die meisten Menschen denken, sie sind gesund. Und darum soll es heute gehen. War es dir mal aufgefallen? Ich zum Beispiel habe in letzter Zeit viele Menschen gefragt, und zwar, wie fit sie sich fühlen, ob sie sich gesund fühlen, ob sie da am Optimieren sind. Und dann erzählen ja einem viele, dass es ihnen top geht, Energie ist da und so weiter. Aber wenn man sich doch dann mal anschaut, ist mir selber zum Beispiel aufgefallen. Mir ist es zum Glück schon recht früh auch, aufgefallen. Ich dachte nämlich auch, ich dachte das alles selber so. Ich dachte, ich wäre gesund, bis mir ein Punkt passiert ist und den erzähle ich dir gleich. Aber erstmal nochmal, wenn man sich in Deutschland anschaut, ist einmal halt Fakt, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, der Durchschnittserwerbstätige nimmt an 260 Tagen bzw. 260 Tagesdosen verschreibungspflichtige Medikamente ein. So, das heißt im Jahr, also 260 Medikamententagendosen, der Durchschnittserwerbstätige von 365 Tagen, was das Jahr ja hat. Und selbst in einem Alter zwischen 15 und 19 Jahren war es 2018 so, dass über 200 Medikamententagesdosen zu sich genommen werden. In einem Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In den USA ist zum Beispiel auch so, dass mehr Geld für Medikamente als für Lebensmittel ausgegeben wird. Das heißt, es werden im Grunde mehr Medikamente gegessen als Lebensmittel. Natürlich auch umsatzbezogen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist eben verheerender Punkt. Viele denken, sie wären gesund und jeder meint, oh ja, er ist topfit. Aber dann plötzlich irgendwie mit 50 überraschenderweise mit Herzinfarkt beim Joggen umgefallen und war tot. So gesund war es dann anscheinend doch nicht. Und wenn man sich eben die Zahlen anschaut mit den Medikamenten, dann ist es ganz eindeutig, dass wir definitiv nicht gesünder werden. Das heißt, wenn wir diese ganzen Medikamente vom Markt nehmen würden, dann würden nur zahlreiche Menschen sterben. Das heißt, wir haben fundamental nicht wirklich Gesundheit in uns erzeugt. Und wenn man dann sieht, ja, wenn vielleicht manche Menschen nicht akut Probleme haben, ist trotzdem nicht alles im Lot. Und ich dachte eben, ich wäre auch gesund, bis ich zum Beispiel bei mir war es eben so, mit 15 habe ich auf eine vegetarische Ernährung umgestellt und mit 19 dann auf pflanzlich. Und da habe ich eben gemerkt, das war bei mir eben einfach nur motiviert aus ethischen Gründen, nicht gesundheitlich. Aber als ich dann eben auf eine komplett pflanzliche Kost umgestellt habe, habe ich halt gemerkt, okay, Regenerationszeit ging bei mir zurück. Ich hatte praktisch keinen Muskelkater mehr. Ich konnte mich viel mehr bewegen. Ich wollte mich eh immer bewegen, habe den ganzen Tag Sport gemacht, war draußen unterwegs. Und ja, dann habe ich begonnen. Das war für mich dieser Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich dachte, ich wäre gesund, aber eigentlich geht da noch viel mehr und eigentlich habe ich mich nur an ein ganz komisches Level gewöhnt gehabt. Und das ist ein bisschen wie dieser Klassenzimmer-Effekt. Vielleicht kennst du es noch aus der Schule. In der sechsten Stunde kommt der Lehrer rein und ja, macht die Tür auf, sagt: Hey, macht mal die Fenster auf. Hier ist eine stickige Luft. Und dann machst du die Fenster auf und merkst erstmal, ja, in was für einer Luft du gerade drin gesessen hast. Und was für mich wirklich diesen ganzen Schlüssel, ja, an die Hand gegeben hat, wo ich dann das erste Mal logisch verstanden habe, wie dieser ganze Entgiftungsprozess im Körper abläuft, der ja ständig abläuft. So, der Körper ist ständig, wenn du was Falsches reintust, möchte das wieder raustun.
Wenn er keine Energie dazu hat, dann lagert das erstmal ein. Und dieser Prozess ist kein Prozess. Also ich verstehe unter Entgiftung nicht, ey, ich mache jetzt mal kurz eine Entgiftungskur oder sowas. Sondern der Körper ist ständig am Entgiften. Die Frage ist nur, unterstützt du den Körper so, dass er mehr Altes aufarbeiten kann oder überforderst du deinen Körper eh schon mit dem Neuen, was dazukommt und er lagert eh nur ein. Und das ist der springende Punkt. Das ist die Grenze, wo man dann drüber geht, ob man schleichend auf eine Krankheit zugeht, ob man sich schleichend eine schlechtere Luft schafft, wie im Klassenzimmer, oder eben nicht schleichend eben in die andere Richtung wieder aus diesem Ganzen, was man sich selbst kreiert hat, wieder rauskommt. Und das war der Punkt, was mir zum Beispiel da geholfen hat, um das Ganze verstandesmäßig erstmal ein ganz anderes Bild auf Krankheit zu bekommen, waren die Schriften von Professor Arnold Ehret. Kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Schau dir die unbedingt mal an. Die findest du auf meiner Webseite auch als kostenlosen Downloads. Also einen Großteil seiner Schriften kannst du kostenlos runterladen. Beziehungsweise auch seine Bücher findest du auch. Ich stelle den Link einfach mal unten drunter. Und wenn du dieses Verständnis hast für diesen Krankheitsprozess, dieses neue Verständnis, erstmal vom Verstand, rational, aber es dann auch nachvollziehst, dann wirst du auf ein ganz anderes Gesundheitslevel wiederkommen. Du brauchst viel weniger Schlaf. Regenerationszeit, wie gesagt, geht immer mehr runter. Und was da möglich ist, ja, das hätte ich mir persönlich nie vorstellen können. Aber letztendlich, wenn du es selber erfährst, dann weißt du, was da möglich ist. Schau dir das unbedingt mal an, wenn du es noch nicht kennst, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast. Und das hat war für mich auch dieser Schlüssel, um zu erkennen, ah, okay, warum gibt es 1000 verschiedene Ernährungsrichtungen? Welche ist letztendlich richtig? Wieso sagt der eine, ey, er hat die Krankheit oder jenes Problem mit der Ernährung gelöst, der andere hat es mit einer ganz anderen Ernährung gelöst? Das hat für mich dieses Gesamtbild abgerundet und dann konnte ich es selber in den letzten Jahren bei mir selber über ja, 14, 15 Jahre beziehungsweise dann mit Hunderten von Leuten jetzt auch in den letzten Jahren, die ich begleitet habe, einfach nachvollziehen und das war super schön zu sehen. Also, wie gesagt, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du es noch nicht kennst, die Schriften, dann schau dir die erstmal an. Ansonsten, wenn du da auch selber gesundheitliche Baustellen hast, schreib mir gerne eine Nachricht oder lass einen Kommentar da. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch und bis dann. Ciao.